Hi, ihr wollt Fabis Landlust weiter unterstützen? Dann werdet Mitglied auf seinem YouTube-Kanal. Einen großen Dank geht raus und jetzt viel Spaß bei dem Video. So, ich begrüße euch bei wunderschönem Wetter zum neuen Farm-Vlog. Wir machen einfach noch weiter, wo wir am letzten Vlog aufgehört haben, und zwar eine Maschinenfriedhof wieder wegen Vordermann bringen. Und zwar habe ich noch die Schraube hier besorgt für die IHC hier am Lenkhebel. Ne? Da brauchen wir hier ja noch die M10er Schraube. Habe ich jetzt besorgt. Jetzt passt auch wieder der Kopf wieder nicht. Eine Spurstange. Also, ich stelle euch mal noch daneben her, dass ihr zugucken könnt. Und dann machen wir das hier geschwind. Jetzt muss ich wieder aufbocken, weil er sich verdreht hat. So ein Scheiße. Ja. Also, Schlepper noch mal schön auf. Weil der ist ja noch in Timbuktu, ne? So, muss noch schon eine Oberlänge wegmachen. Der Fisch hängt am Haken, ne? Würde ich sagen. Kleiner Gang rein und Abfahrt. Und da läuft die Kiste wieder. Genial! Dann würde ich sagen, nehmen wir den Holzplatz wieder, ne? Ja, da steht der Hänger, ne? Und wer im Zufall, da oben liegt schon die Palettengabel drauf. Habe ich nämlich schon versenkt, ne? Ja, ich und mein Maschinenfriedhof. Hey Leute, ey, ohne Witz, dieses Jahr wird echt wieder genial. Da steht die IHC ohne Palettengabel. Die habe ich mit Mühe und Not mit dem Schlupf vom Fenberg gebaut. Und jetzt muss ich das ganze Holz vom Hänger runtersägen in den Woodbeck, ne? Und dann geht es schon wieder weiter. Wo stelle ich die noch? So, dass ich sie da wegkriege. Leute, ohne Witz, momentan. Ich kann es nur da vorne neben dem Fan probieren, dass ich die quasi vorne da nachhänge. Also ich muss jetzt quasi die Wiese schleppen nachhängen. Wiese schleppen an der Bulldog, dass ich Palettenkabel wieder runterlupfen kann. Wenn ich die dann runtergelupft habe, dann kann ich die wieder wegbauen, dann kann ich die Säge nachhängen. Dann kann ich einen Bund Säge in den Woodbeck rein, den Woodbeck da hinten nachstellen. Und dann kann ich so die ganze Zeit weitermachen. Aber ich würde sagen, das machen wir in einem anderen Video. Wir machen in dem Video noch was Produktives, würde ich schon sagen. Ne? Und zwar zeige ich euch mal was. Und zwar ist an meinem Spalter am Scheifele Robust 16 hier der Bügel verbogen. Ich denke, ihr seht es. Ne? Das Problem ist jetzt, wenn der hochfährt, schalle dann immer ab. Hört ja der Schalter nicht, ne? Und der drückt mir hier oben mit der Rändelschraube hier gegen das Material. Das seht ihr, hier ist Kerbe drin, ja? Weil, dass der abschaltet, muss der den Hebel hier. Achso, genau. Seht ihr? Dem Moment, wo er das ist hochfahre und in dem Moment, wo er jetzt drückt, steht er hier auch.
Deswegen müssen wir jetzt wieder, den müssen wir tauschen, habe ich auch mal neu. Dann muss der hier rein. Das ist riesig Sprattel. Das, wobei, es geht eigentlich. Das ist nur die Schraube hier. Und die Schraube hier. Das sind eigentlich nur zwei Schrauben. Cool. Aber ich habe jetzt gerade erst ein Stück gesagt, es sind eigentlich nur zwei Schrauben, ne? Aber was ich noch nicht verrohrt habe, ist, die sind innen drin gekontert und die sind richtig verdammt lang. Ja, jetzt muss ich schon gucken, weil ich glaube, da hinten ist jetzt Mutter hin. Ne, da ist so eine Platte drin. Okay, ich schraube das mal schon raus und dann hole ich neue Bügel und dann tauschen wir es mal gemeinsam. So, jetzt muss natürlich auch dieses Gestänge hier raus. Ich brauche es euch jetzt aufgrund dessen, dass es hier so verdrückt ist, ne? Haben wir das Problem, dass der hier wie so ein Scharnier hier drin hängt. Nach hinten klopfen geht es auch nicht, weil da hinten. Ja, also, da hilft nur eins, in die Richtung durchdrücken. Wir schrauben dann mal raus und dann schauen wir, wie wir weitermachen. Ne? Ich hole mir ein passendes Werkzeug, was ist denn das? 17, so wie es aussieht, oder? Ist das ein 10? Lecco mio, ey. Ja, 17. So ein Zufall. Die Schlüssel habe ich noch dabei vom Lenkhebel. Also, ich hole das Werkzeug, ich stelle euch nebenher und dann zerlegen wir das Ganze auch mal. Also Leute, wenn ihr das warum auch immer auch machen müsst, ich hoffe es ja nicht, weil das ist echt ein scheiß Job, ja. Das ist zum einen ist Gewinde im Spalt da drin, in dem Teil, ja. Und dann hier noch die Mutter drauf. Das ist echt ein Krampf, Leute, ohne Witz. Ich behaupte mal, das sind so billige China-Schrauben, wo dann das Gewinde teilweise schon ein wenig angefressen ist. Ja. Wahrscheinlich schon ab Werk. Oh, da kriegst du echt Kollei. Ohne Witz. Sowas macht mir persönlich keinen Spaß zu schrauben. So. Jetzt sehe ich, wenn da ein Durchgangsloch wäre, könnte ich die Schraube rausschrauben. Kann ich aber nicht. Warum? Weil in dem Ding hier innen drin Gewinde drin ist. Hier hinter dem Spalter, da an der Querstrebe oben, ist Gewinde drin. Jetzt müssen wir mal den ganzen Hebel hier, weil der wird gleich runterplumpsen. So. Baue ich hier einfach einmal schön neue ein. So, ob das erhebt. Ja, Profi. Muss erst von hier hängen. So, jetzt sitzt es und sitzt es so. So, dann nehmen wir den Schlüssel, lege einfach mal ein paar Umdrehungen drauf, damit es nicht rausfallen kann, schraube ich die andere Seite rein. Das wäre echt am gescheitsten mit Schlagschrauber, sage ich ganz ehrlich. Ganz kurz mal, ich habe hier drüber die Feder hier ausgehängt, die gehört hier oben rein. Dann den Mund, dass ich hier noch komme, weil sonst schenke ich mir die Feder in der Arm hier im Weg, dass ich das vernünftig schrauben kann. Ja, ich hänge mich mal schön darüber. Das Bügelgerät. So. Also, 17er Schlüssel. Das ist das erste, was ich nicht verstehe. Das ist ein 10er Schraube, 17er Schlüssel. Ich muss zwar zurückle, aber der Schlüssel hat so viel Spiel auf der Schraube und auf der anderen, wo ich vorhin geschraubt habe, hat er nämlich gar kein Spiel gehabt. Also irgendwas stimmt an der Schraube hier nicht so wirklich. Wir wissen ja seit dem Stream, seit meinem letzten,
dass der Spalle ja aus Slowenien kommt, ne? Dass er da gebaut wird. Und was ich sage, wenn die Slowenier können das nicht, ja. Gottes Wille, ja. Schon ein Ticket zu fest. Soll nämlich später ganz leicht gehen. Ich möchte jetzt mal, dass es nicht schwer geht. So. Das heißt, ich schraube zuerst die Schraube so lange rein, bis der Hebel schön leicht geht, die Schraube drin sitze und dann wird es hinten gekontert. Jetzt versteht. Jetzt macht die Kontermutter hinten drauf Sinn. Aber Leute, da kommen wir auch ein anderes Prinzip machen, wenn man hier eine Buchse reinmacht, die einen Millimeter größer ist. Ja. Den Hebel da reinsetzen, dann hat man im Hebel schon das Spiel drin. Boah. Schauen wir erstmal schön auf der Seite, weil da ist das Gewinde echt nicht mehr das Beste. So, und jetzt müssen wir uns da irgendwie nochmal voll schon festwursteln. So. Und jetzt, seht ihr, das habe ich so gemacht, dass innen die Mutter auch liegt. Kann ich hier einfach mit dem Schlüssel drauf gehen. Ich kann die jetzt eigentlich ganz einfach. Eigentlich, wenn der Kopf eine richtige Größe wäre, einfach hier da reinschrauben. Ja, ich hätte jetzt frisch machen können, aber ich habe, sag's euch ganz ehrlich, ich habe jetzt einfach mal die Hoffnung, dass ich da einfach nicht mehr nachlangen muss. Ja? Dass der Bügel mich jetzt überlebt. So, jetzt geht's eigentlich ganz easy. Jetzt ist ganz, ganz wichtig, die Schlüssel nicht fallen lassen. Und jetzt, wenn er anzieht, ja, ihr dürft nur innerorts ziehen. Im Moment, wo ihr außerorts zieht, macht ihr die. Klemmt ihr den Hebel wieder fest. So, und dann geht er hier ganz leicht. Jetzt gehen wir einfach her. Dann hängen wir hier wieder den Magnet nach. Zack. Dann nehme ich die Feder hier. Die war so. Zack, hängen die hier wieder rein. Und jetzt sage ich hochfahren. Und dann kommt die Endabschaltung später. Dann hört ihr es hier? Beziehungsweise hier drüber seht ihr das auch. So funktioniert dieser eigentlich. Ne? Spaltkeil kommt hoch. Kommt hier gegen dieses U und das drückt dann hier den Hebel hoch. Der drückt hier mit der Schraube gegen den Hebel und dadurch fällt der hinter aus der Klemmung raus. Das ist alles und bleibt da oben wieder stehen. So, jetzt muss ich den hier irgendwie rauskriegen. Ich habe eigentlich die Hoffnung, dass wir es irgendwie nochmal halbwegs gebogen kriegen. Ja. Risse ist ja nirgends. Können wir eigentlich gerade wieder gerade biegen. Das ist echt nicht so einfach. Brauchen wir Richtpresse dafür. Dann biegen wir einmal gerade. Und dann können wir ihn da auch wieder reinschrauben. Ne? Da will ich her. Jawohl, sehr schön. Das ist mir ein bisschen schwierig mit dem Frontdisplay und dann bei Gegenlicht. Ich sehe. So. Gucken. Das passt doch sogar, naja, macht das sogar Sinn. So. So. Muss ich bloß noch schnell den Winkelschleifer rausholen, weil hier sind links und rechts zwei Kerben drin, die ihn jetzt blockieren. So, also die Nase habe ich weggefeilt, Zinkspray drüber gesprüht und jetzt schrauben wir es wieder rein. So, jetzt kann ich noch eine lustige Geschichte zu erzählen. Ich habe das Teil ja beim Scheifele bestellt, das Ersatzteil. Ne? Ja, vor Weihnachten war es ein bisschen stressig, deswegen untergegangen beim Scheifele. Ne? Verstehe ich auch. Und
Dann war ich eben wieder hin in die Nähe. Dann habe ich mit mir geschwätzt, war drin bei mir. Dann haben wir es noch zusammen angeguckt, weil per E-Mail hat man mir dann das Ersatzteilliste geschickt gehabt. Und dann hieß es so, ja, ich soll es mir rausholen, was ich brauche. Dann bestelle ich es mir. Und da ging es dann unter, frage ich jetzt einmal, ja. Jetzt hebt es auch wieder. Hochfahren. Oh, ja, sehr schön. So soll es sein. Ging es ein wenig unter. Auf jeden Fall, dann haben wir da zusammen die Nummer rausgesucht von diesem Bügel, weil die Ersatzteile ist ein bisschen, ja, ich sag mal so ein bisschen kompliziert gemalt und beschriftet. Weil im ersten Moment meinst du eigentlich, du kriegst diese Buchse hier hinter drin. Ich kann es euch schon zeigen. Die hier, die eigentlich eingeschweißt ist, weil es genau auf die Buchse geht. Also wirklich nur auf die Buchse. Dass man nicht einfach hier irgendwo auf das Blechteil geht mit der Ersatz, mit der Positionsnummer. Das verstehe ich jetzt so ganz. So hätte ich das gemacht, wenn ich die Liste selbst, wenn ich die gemacht hätte. Aber ja. Genau. Dann haben wir die bestellt. Dann kamen die, haben sie mich angerufen. Und gesagt, Leute, ich kann es abholen, ist gar kein Problem. Habe es abgeholt. Und dann haben die Slowenen doch tatsächlich das falsche Teil geschickt. Da macht Scheifler auch kein Geheimnis draus, dass es ein Zukaufprodukt ist. Die Slowenen haben nämlich eiskalt nur das Teil hier geschickt, diesen Bügel hier. Ich habe das dann gleich, also man hat mir das Teil gegeben, ich gesagt, Leute, das wollte ich nicht, ich wollte diesen Bügel hier. Dann sind wir rübergegangen in die Maschinenhalle. Ich habe es dem netten Mann aus der Werkstatt nochmal gezeigt, dass ich dieses Teil wollte. Also, das ist gar kein Problem. Schlappelt kurz weg, holt zwei 17er Schlüssel und schraubt aus dem Spalter, wo ich es mit dem Bügel raus. Ich gucke ihn an. So, ja, der geht eh zurück. Das ist eine Neuware, die ich komme, mir teste die ja und der hat ein Problem mit der Hydraulikpumpe. Der geht zurück, das müssen sie überarbeiten. Wir haben geguckt, wir finden da nichts. Da ist wahrscheinlich Pumpe kaputt, das soll ich selber machen. Nee, das Steuergerät was, das Ventil geht nicht. Und da haben sie gesagt, da machen sie gar nichts, das soll robust selber machen. Der geht zurück, da war eh schon einiges rausgebaut und hat mir den Bügel da rausgebaut. Und ich habe gesagt, bitteschön, kannst du mitnehmen. Deswegen, also, der Spalter, klar, kommt aus Slowenien, braucht man sich nichts vormachen, aber er ist eigentlich robust, kann man echt nichts sagen. Und was ich halt ganz toll finde, ja, ich habe das Scheifele. Klar sind auf 50, 60 Kilometer, 60, 65 roundabout, was ich fahren muss, ja. Aber der ist da und da kann ich hin, da kann ich sagen, hey du, das ist damit, guck danach, ich habe einen deutschen Händler. Sitzt jetzt nicht direkt vor der Haustür, aber er ist erreichbar, ja. Es ist ein Online-Shop, den es in 5 Jahren nicht mehr gibt, von daher, ein Scheifele ist an für sich, so muss ich sagen, eigentlich eine relativ gute Adresse, ne. Für die das interessiert. Wie gesagt, das ist halt da ein bisschen doof gelaufen, falsche Teil bestellt, also falsche Teil geliefert worden. Ich war ja dabei, wo man es aufgeschrieben hat. Wir haben die Nummer von dem Bügel hier aufgeschrieben. Der ist nochmal separat. Der ist deutlich gekennzeichnet in der Stückliste. Der Bügel hier nicht. Deswegen, wir haben das richtige Teil rausgeschrieben. Und ja. Ich habe dann auch, wie gesagt, wo ich es abholen wollte, gleich das Passende gekriegt. Also ich könnte unverzüglich weiterschaffen. Von daher. Von mir an der Stelle erstmal ein riesen Lob an die Firma Scheifele, die so spontan da ist, ne? Wo du einfach mal hergehen und sagst, hey, das haben wir eh schon ein wenig ausgeschlachtet, ne? Das schlachten wir jetzt Teil auch noch raus. Dann geht er runter zum Richter, mit dem Steuergerät, allem drum und dran, das ist dann auch wieder vervollständige. Das finde ich eigentlich schon eine coole Geschichte, ne? Genau. Also. Jetzt, das war es jetzt aber wirklich für das Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ihr dürft mir gerne noch einen Daumen nach oben da lassen. Ihr dürft mir gerne einen Kommentar schreiben. Oder wenn es euch gemacht hat, den Kanal abonnieren. Das würde mir super weiterhelfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Ich hoffe, ihr seid im nächsten natürlich schon dabei. Und dann geht es demnächst auch am Fendt weiter, dass wir das Problem lösen mit der Kupplung. Ne? IHC ist jetzt wieder fit. Spalter ist wieder einsatzfähig. Holz haben wir jetzt auch noch Kreuz, aber vielleicht machen wir dieses Jahr den Winter auch Kreuz. Ich weiß es noch nicht genau. Ne? Hühnerstall muss ich auch noch machen. Also das Geschäft geht mir momentan nicht aus. Ne? Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen an der Stelle. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.